Ja, wir suchen doch mal nach den Erinnerungen. Gut. Schon Schwuppdiwupp. wieder er. Okay. Moment. Aber hier ist nichts, ne? Nein. Nein, hier ist nichts. Okay. Schon wieder er. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. So, ja, normalerweise ich mache das Nur jetzt wenn mal, wie ich es sein alles habe, muss. das Bild. Genau. Dann guckt man sich das Bild an, wie das Bild da so, ne? Und Kamin, Leuchter. Ja. Ich hatte erst alle drei Auf dem Bild angezündet. haben sie gebrannt. Holgi, es ist noch recht alles. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt, was der nimmt, wenn er gegen den Typen kämpft. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie Mhm. weigern sich immer noch, mich zu sehen, stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Ja. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Verstehe ich nicht, warum, aber da war er schon versteinert. Das Herz, meine ich. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Da ist der. Genau. Da ist der Olgiert. Der Schatten Olgiert. Also folgen wir. Okay, er hat das Schwert genommen. Dann. Ich guck trotzdem noch, falls hier was ist. Nein, hier ist nichts mehr. Nicht du schon wieder. Dieser Ort gefällt mir Naja. nicht. Nee, mir auch nicht. Er gefällt mir auch nicht, aber jetzt hilft ja alles nichts. Jetzt zeigt er uns den Weg. Weist uns den Schlaf Weg. gemacht. Gut. Was ist das? Nachttischlampe, Dort die. ist fast weg. Alles hat nur Blutverschmiertes. von Blutflecken. Ja. So, hier war da irgendwo noch, genau. Ein Nachthemd. Nachthemd, offenbar nie getragen. Ja. Ist da noch was bei ihr? Nein. Hier ist es. Er wäscht sich die Hände. Also ich würde sagen, mit der Lampe kann er sich nicht abtrocknen. Und mit den Nachthemden, ja gut, wenn nichts da ist, aber blutverschmiertes Handtuch. Na gut. Jep. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du Sehr warst sicher spät. den ganzen Abend im Studierzimmer. Ja. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage.
Komm, ich male dein Porträt fertig. Tja. Er war aber nur verzweifelt, dass er den... Ich nehme mal an... Nee, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Nee, das ist blöd. Nee, kann ich nicht anzünden. Das ist Quatsch. Das. Und... Obstschale. Wie eben erst gewaschen. So, jetzt looken wir mal. Okay. Sie hat Olgierd gemalt. Aber die Details stimmen nicht. Nein. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Ja. Den Kelch. Mitte. Vielleicht hierhin. Ja. Die Trauben, den Apfel rechts. Und die Trauben links. Das gehört hierhin. Müsste passen. Endlich. Ja, tut es genau auch. Wie im Bild. Oh, lecker. Ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Herr Pinsel ist immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Er kann nicht mehr lachen. Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Ja... Das. Oh. Aha, da muss ich raus. Aber hier ist nichts mehr. Hier kann ich nichts. Nee. Wie schmeckt dir das, Silver? Ich sehe nichts, ich schwöre es euch. Aua, aua. Dieser Gestank. Ich habe wirklich nichts, ich sehe nichts, weil mein Fenster knallt voll hier rein. Na gut, dann geht's jetzt weiter. Wo müssen wir denn her? Hier. Okidoki. Hi. Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Aha. Boah, ist das sehr dunkel. Blutpakte. Fremde Präsenzen. Ja. Wer auch immer eine Erscheinung in unserer Welt herbeiruft, geht ein hohes Risiko ein. Ob sie nun als Geist im Äther aufflackert oder im Fleisch eines Wirtes haust, die Erscheinung strebt danach, Freiheit zu erlangen und richtet großen Schaden an. Sobald sie dies geschafft hat, daher müssen Erscheinungen stets innerhalb eines Schutzkreises beschworen werden, der sie derart zu binden vermag, wie es keine Fessel können. Der Kreis muss vollständig sein und darf keine Unterbrechungen aufweisen. Seine Linie muss von sicherer Hand gezeichnet werden, die Kreide fest im Griff hat. Da schon ein falscher Schritt, hervorgerufen durch Unaufmerksamkeit oder die List der Erscheinung, die Linie verwischen kann, muss der Kreis durch eine Barriere aus brennenden Bienenwachskerzen zusätzlich abgesichert werden. Ein derart geschützter Kreis dient als Gefängnis, aus dem es für die Erscheinung kein Entkommen gibt. Okay. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen.
Ja, was haben wir denn hier? Das Anwesen war im Winter deprimierend finster. Kreide. Sonst noch was hier? Da ist noch was. Zwischen den Welten? Mysterien. Zwischen den Welten. Die Bibliothek eines Okkultisten. Von allen Wesen, die die äußeren Sphären bewohnen, sind die Geister der Elemente dem menschlichen Wesen am fremdartigsten. Sie besitzen einen eigenen Willen und sind intelligent, jedoch nicht in der Art des Menschen, da es keine Möglichkeit gibt zu ergründen, was sie antreibt und welches ihre Absichten sind. Genien, die mächtigsten der Elementargeister, erweisen sich als im Umgang mit dem Menschen am schwierigsten. Nur wahre Meister der Magie haben diese Kunst in langen Jahren der Studien und durch gefährliche Experimente perfektioniert. Und doch vermögen selbst die geschicktesten Magier einen Genius nicht zu zähmen, sondern nur ihn zu zwingen, bestimmte Dinge gegen seinen Willen zu tun. Man sagt, dass der Magier Stammelfort einst einen Daho befahl, einen Berg zu versetzen, der ihm die Sicht aus seinem Turm versperrte. Doch selbst er konnte niemals einen Genius davon überzeugen, ihm ein williger Helfer zu werden oder ihn mit Ratschlägen zu unterstützen, da die Logik dieser Kreatur dem Verständnis der Menschen unzugänglich ist. Ja, gut, das mag ja sein. So, jetzt mache ich aber eins. Okay. Halt, Sekunde. Ja. Nee, habe ich. Alles klar. Dann wollen wir mal. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Haben wir Kreide? Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Ja, was steht da? Kerzen auf den Spitzen des Kreises. Auf dem Kreis um das Pentagramm. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Tja. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Ja. Nur in aller Ruhe arbeiten. Tja, so einfach ist das nicht. Nee. Nicht wirklich. Flucht. Tja. Heureka. Feuer! Hier drinnen, schnell! Löscht die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. So. Hinein in die Kälte. Schon wieder kalt. Eureka, komm schon. Ja, ich weiß, es schneit. Ist alles weiß. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Nun komm schon. Ja, ja, das geht schon. So, Thema durch. Thema ist durch. Haben wir hier irgendwas? Nee. Mal gucken. Nee, okay. Olgierd, Iris und ihr Vater.
Ehevertrag? Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Ja, das wird er gleich selber vorlesen. Hm. Halt, da ist noch was. Eine Pfeife. Jo. So hat er angefangen zu rauchen. Und ein Becher? Yeah. Ihr Hunger. Aber ja. Es ist drin. Leer, bis auf den letzten Tropfen. Mhm. Ich sage ja, manchmal an Kleinigkeiten erinnere ich mich und dann... So, zack. Sekunde. Nein. Ich will mal eben was gucken. Nein, hier ist nichts. Und ja, die Pfeife wird da so nie hochhalten. Ihr Vater muss den Vertrag gehalten haben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Komm zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Mhm. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Mhm. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. Das ist wahr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Tja, wenn man sich im Alter... Vater! Nein! ...überschätzt. Gegen so einen kräftigen jungen Dina. Kerl. Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Ich entsinne mich. Ja, den Rest mache ich. Schauen wir mal. Okay, Tablett. Eine große Tonschüssel. Okay. Eine Terrine. Wohl für seine Spuren. Ja, ist doch gut. Boah. Boah, Katze, also. Kleine Schüssel. Ja, nun wird die andere Schüssel für ihn sein, da brauchen wir nicht interagieren. Zack. Das war wohl deins. Okay. Passt perfekt. Ja, gut. Nicht schlecht. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Mhm. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel.
Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Na klasse. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Ja. Aber zügig. Tschüss. Na dann. Olgierd von Everreck hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Gut. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Ja, aber auch nur fast. Iris von Everrecks größte Angst. Oh. Letzter Wunsch. Toussaint. Nein. Hey. Sekunde. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da war alles verreise. Ich sehe, wie du mich anblickst. Die kommen jetzt. Oh ja. Aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Du musst ihn gesund halten, nicht nur an die Rose. Eureka. Olgierd. Na dann. Shirio. Ja. Oh. Scheiße. Ich hasse diese Viecher. Gut, dass sie nicht immer vorkommen. Ja, jeder hat seinen eigenen Kampfstil. Na dann. Komm mal her. Ja, dann komm her. Hier hinten können wir kämpfen. Oh, okay. Bald wird eine Hexe. Mir bleibt keine Wahl. Okidoki. Wo ist der nächste? Okay, da okay. Next one. Du glaubst, du glücklich bis an dein Ende liebst. So. Leblos und langweilig hier im Fenster in der Straße. Aua, aua, aua. Schon wieder nicht. Bald wird ein Hexer mit dir dicht. Aber er brennt. Das ist schon mal gut. Komm, 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 komm. Tschüss. Du Affenarsch. Leck mich am Arsch. Am Arsche leckio mio. Oh, was bin ich froh. Boah, ich bin am Zittern ohne Ende. Ja. Ach, guck mal, wer da kommt. Na, Schnecke? Du bist nicht er. Nee, und er ist nicht ich. Warte, ich will reden.
Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Ja, gut. Wo denn dann? In deinem Schlafzimmer? Ah. Hallo, da ist sie geworden. Jupp. Ist an dein Schlafzimmer, ne? Ja. Was soll ich jetzt davon halten? Tja, ja, ja. Leckarsch, Marie. Ah, nee, die heißt ja Iris. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Dort höre ich oft. Mit Olgierd? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Mhm. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich hab dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgierd dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst, wie meine schöne Rose. Als du das Skizzenbuch auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich lernte, das Gesicht meines Mannes zu zeichnen. Sag mir, wie geht es Olgierd? Ist er gesund? Wohlauf? Dein Mann hat einen mächtigen Feind. Gaunter Odin. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er? Und wie geriet er in euer Leben? Da sind ab und zu so Stockungen drin. Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgierd den Mann des Glases. Wegen mir wünschte er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Hat ja nicht geklappt. Olgierd wird Odin doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Also für ihn hat es geklappt, für sie ja nicht. Es gibt vor, glücklich zu sein. Ja, ist er aber nicht, nee. Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Komm, Schätzchen, gib's ihr her. Ich weiß gar nicht, ob es anders möglich ist, dass sie sagt, nö, kriegst du nicht. Weiß ich gar nicht. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadel. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren.
wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist. Bis gar nichts mehr ist. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden. Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgiers Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist? Ja. Können wir ein bisschen doktern. Ja. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everick. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Genau. Na, gib her. Danke. So, und jetzt hört alles auf zu existieren. Die Welt, ob sie jetzt aufhört zu existieren, das weiß man ja nicht. Aber eigentlich ja, weil sie ja in dieser Welt gefangen ist. Als Person. Oh, Geralt, wir müssen raus. Alles gut. Oh, Gott sei Dank. Es ist geschafft. Puh. Yeah. Slim Nesbit. Yeah. Nun, mach schon hinne. Ja, ein Nichts, ein gar nichts. Weiß es. Schwarze Katze und schwarzer Hund. Nun denn. So, 1200. 260. Was ein Mann sät. Olgit von Everick. So, jetzt muss ich gucken. Hier muss da irgendwo ein Schnellreisepunkt sein. Muss, geht nicht anders. Oh Gott, da. Mal kurz hoch. Ja. Gehen wir das erst ab. Genau, und dann kümmern wir uns um die Fragezeichen. So, zack, zack. Ja, da komme ich bestimmt nicht raus. Und hier oben auch nicht. Aber da. Schwuppdiwupp. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier rumkomme. Oder noch nicht. Das hat nichts zu bedeuten hier. Aha, hier also. Sehr gut. Molly-File. Oh, Igni. Schöne Sachen. Myrte. Myrte. Krähe. Oh, halt. Zaun. Gedöne. Da war dann noch was. Nicht? Nö, dann nicht. 145 Meter. Doch ganz schön weit. Ich sehe nichts. Ich sehe wieder nichts.
Das haben sie echt hammermäßig hingekriegt, muss man ja sagen. Also da kann man echt nicht meckern. Mit dem, dass das wirklich blendet und. Das ist echt der Hammer. Hm. So. Jetzt muss ich... Ach so, abschließen müssen wir das ja auch noch. Stimmt ja. Ja, also um die Fragezeichen. Vielleicht gehe ich auch erst nach Skellige. Da des Wolfen Hexer Dingenskirchen, die Nummer Teil 6. Das letzte zu holen. Und ein bisschen da weiterzumachen, bis wir da am Punkt kommen, wo wir dann fast am Ende sind mit der Geschichte. Hm. Aber ich will das ja nicht eher beenden. Ja, am liebsten würde ich alle drei Enden auf einmal machen, ja. Gucken, ob ich das hinkriege. Irgendwie wird es schon funktionieren. Na, ihr Idioten. Klar. Oh, Spacken. Kann ja wohl nicht wahr sein. Narrensicher. Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Was ist der Er? Bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Oh ja. Geralt, hier drüben. Mhm. Keiner sieht den. Hey, da, Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer der Zechenkarten. Danke. Ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Zack. Tja, geil. Das müsste man im Kampf skillen können. Für den Kampf. Es wäre ja geil. Nicht für den ganzen Kampf, sondern was weiß ich, kannst du 5 Sekunden lang stillstehen lassen und das wäre auch noch geil. Ein Natürlich. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim. Auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Nicht wirklich. Und stürzt sie in ein Meer aus Leid. Nein, ich nicht. Das sind ihre schlecht formulierten Wünsche. Ich bin kein Betrüger. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Wenn sie sich unwürdige Dinge wünschen, liegt das durchaus an ihrer verkommenen Natur. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich brauche ich noch. Tja. Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt 4 Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite? Bitte. Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Ich sollte ihm 3 Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mahl weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen.
Davon war nie die Rede. Doch. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich, ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Das hast... Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mal entfernen. Das hat er aber erst beim ersten Treffen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Tschüss. Ist ja herzzerreißend. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Ich bin schnell. Komm. Alter Hexertrick. Wenn ich mich ganz stark konzentriere, kann ich Raum und Zeit kontrollieren. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein. Jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lelvani kommen. Südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Na gut, dann Warte ist mal. Er... Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Ja, gut. Danke. Dann machen wir das. Halten wir mal eine Ausschau. So, komm mal her. Vielleicht hast du wieder was ich brauchen kann. Ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Okay. Was haben wir dann Angebot? Darf ich mich mal umsehen? Ja, gut. Er hat wieder... Ja, er hat aber jedes Mal eine Flasche. Das geht auch. Ja, 2000 schon. Guck dir das an. Das kann echt nicht wahr sein. Der hat Klamotten. Aber ich habe nichts, um was ich dem verkaufen könnte. Na gut, das. Okay. Aber das ist alles nix. Nein, nein, nein. Okay. Gut. Marat, sprich mit Shani. Genau. Dann tun wir das mal. Ist ja nicht weit. Ta-da-di-ta-ta. So. Schnauze. Macht er auch. Hoppla. Oh, neue Sache. Tatsache. Ein Eichen. Ein Gack-Gack. Was liegt denn da für ein Zettel? Rezept wofür? Siedram Rochelle. Zerstoßene Ringelblumen aufkochen und dreimal täglich Reis zu den Mahlzeiten trinken. Während der Behandlung fettes Essen meiden und auf Alkohol in jeglicher Form verzichten. Das umfasst auch Bier. Die Unterschrift des Arztes ist größtenteils unlehnt. Der Vorname ist anscheinend Shani. Achso, okay. Ja. So, noch was hier. Shani? Muss ich gleich gucken. Geralt, gut, dass du kommst. Was ist los, Schätzchen? Wo willst du hin? Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Ach, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Hallo? Ich gehe, Geralt. Die Ostfront ruft. In Kedven. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Es waren zwei Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder.
Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Mm-mm. Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Ja, geh nicht, ist, ja. Nee, Freunde, komm. Werde ich. Werden wir uns jemals wiedersehen? Eines Tages bestimmt. Und, hast du was über Olgierd erfahren? Tja, ich habe die Bücher bald zugeklappt, weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schüttlock, sagt, dass Olgierd von Everex sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Der Professor, wo finde ich den? Hier in Ochsenfurt. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände. Mit Hexenjägern auf der Türschwelle. Was? Mit Hexen? Hexenjäger auf der Türschwelle. Steht er unter Hausarrest? Das weiß ich nicht. Manche an der Fakultät halten ihn für einen Verräter, der sich von den Hexenjägern hat kaufen lassen. Der Assistent wiederum meint, dass der Professor sich von ihnen beschützen lässt. Ich weiß nicht, wovor. Und was glaubst du? Dass er ihnen sicher nützlich ist. Ein Fachmann für Schwarzmagie und Okkultismus ist die reinste Fundgrube an Wissen. Wenn er wirklich den Verstand verloren hat, wäre es nicht erstaunlich, wenn sie ihn benutzen. Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Mhm, aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein. Ja, dann... Moment. Nein, nein. Wir looten hier alles, was hier geht noch. Oh, oh. Ich dachte, ich hätte alles gelootet hier, aber... Hammelkeule, schön. 80er. Ja... Wie stehen denn die Dinge in der Akademie? Du meinst, seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherin verlagert. Neugier. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Also an die Ostfront. Und dann? Wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Ja. Keine Sorge. Nein. Hier lang. Naja. Boah. Halt! Auf Befehl König Radovids darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Pfeil drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Bruno? Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut nichts. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Verstehe ich. Pass auf. Ich gehe rein und helfe dir dann, hinten reinzuschleichen. Und wie? Weiß nicht. Ich denke mir was aus. Auf der Flussseite sind normalerweise viel weniger Wachen. Geht klar. Gut, geht lass klar. Mich rein. Jep. Hinein, lasst mich los. Aber nein, machen sie ja nicht. So. Sekunde. Ich muss. Ist das da, ne? Genau. Da muss ich hin. Tu, hallo.
Ich mach Bubu. Was machst du? So, hier mache ich erstmal eine Pause.